Und ein wunderschönes Auto. Einen wunderschönen Tag. Willkommen. Was? Egal. Ja, weiter geht's. Los geht's. Auf geht's. Genau. So, da. Genau. Let's play. Mein Test. Ich hoffe, mein Audio stimmt soweit. Was tue ich da? Da wieder rein. So. Ja. Wir waren beim fröhlichen Sachen sammeln. By the way, ich habe geguckt, es hat sich ein bisschen was ergeben, und zwar habe ich mal, wir gehen erstmal zurück zu unserer Hütte, da kann ich auch mal ein paar Sachen zeigen. Oder wenn wir gleich noch weiter. Wenn wir zurück sind, kann ich dir mal ein paar Sachen sagen, die ich so zwischen den Folgen, ich habe zwischen den Folgen mal ein bisschen rumprobiert. Aber die jetzt zu erzählen, würde nichts bringen. Erzähle ich dann, wenn wir mal wieder bei uns in der Hütte sind. So. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich hatte geguckt, also es gibt Chili, es gibt Ananas und es gibt Erdbeeren. Allerdings gibt es keine Paprika. Also Paprika werden wir sowieso nicht finden. Ich weiß nicht, wodurch ich auf diese Paprika kam, aber es gibt keine Paprika. Aber wie gesagt, Chili gibt es. Die Sache ist halt, wo finden wir welche? Ich habe halt... Oh, hier ist aber tief runter. Hallo, die Waldfee. Oh ja, das sieht tief aus. Und das sind so die Orte, wo man nicht runterfallen möchte. Ja. Das ist natürlich Hauch. Oh, da hinten sind Korallen. Da hinten ist Pampa. Ist das die Pampa? Ich weiß auch gar nicht mal, aus welcher Richtung wir jetzt überhaupt kamen. Schissel, Dissel. Kann ich einfach runterspringen? Nee, ne? Dürfte ein bisschen wehtun. Ich mach mal kurz die Chatter wieder ein bisschen weiter runter hier. So. Also hier kann ich sowieso nicht runterspringen. Gut, dann gehen wir mal hier außen drum rum vorbei. Wie sieht's hier aus? Mir ist zu steil. Ich würde gerne mal die Klippe runtergehen. Gehen wir mal hier hinten am Berg runter und dann... oh, hier kommen wir gleich lang. So, ungefähr. So ungefähr. Und jetzt kann ich hier runter. Sehr schön. Da oben waren wir gerade drauf. Und schon sind wir unten. So, gibt es hier irgendwas Schönes? Nee, ne? Ich gehe mal nach hinten, da hinten. Wo überhaupt? Doch, da hinten war's. Autsch! Ja, immer gucken, wo man hinläuft. Sonst tut's ein bisschen weh. So. Ups, ich wollte eigentlich da. Danke. So, da hinten war nämlich wieder weit. Genau, da hinten. Da will ich mal hin. Hoffentlich war das nicht die Richtung, aus der wir gekommen sind. Doch, das ist die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ja, hier genau, hier hinten ist zu. Da hinten, da sind wir rübergelaufen. Es ist also genau die Richtung, aus der wir gekommen sind. Gut, dann gehen wir mal. Wow, eine fliegende Insel. Auch interessant. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung, wobei hier, also hier sieht alles aus wie Inseln. Okay. Hier ist wieder alles Dschungel. Gut, wir gehen mal hier am Ufer vorbei, da in die Richtung. Da sieht es ein bisschen grüner aus. Also klar, Dschungel ist natürlich auch grün, aber glaubt man nicht, dass wir im Dschungel allzu viele Früchte finden werden. Das war jetzt ein bisschen sehr weit runter. Bitte, so, Dankeschön. So, dann wollen wir mal gucken. Hoffen wir so eine Steine hier mitnehmen. Ich weiß halt absolut nicht, was man mit dem machen kann, außer dekorativ irgendwo hinsitzen.
Von daher lasse ich die einfach mal da stehen. So, überall schon Blümchen. Und hier sind Apfelbäume. Sehr gut. Oh, das war's. Achso, gucken. Gucken haben wir doch schon. Mann, ich brauche Chili. Ich brauche Ananas. Hat sich hier jemand runtergebaut? Das sieht so aus. Das sieht hier so unnatürlich aus. So, jetzt sieht es natürlich aus. Was warst du eigentlich nochmal? Du warst doch irgendwas, was wir schon hatten, oder? Ja, was man damit macht, haben wir noch gar nicht so herausgefunden, ne? Ja gut. Kann ja mal passieren. So. Stimmt, hier vermissen wir hoffenweise in unserer Graskiste haben. Die ganze Blümchenkiste, da haben wir, glaube ich, sehr viel von dem Zeug. Brauche ich also auf jeden Fall nicht sammeln. So, hier geht es ein bisschen hoch. Da können wir gleich mal vorbeischauen. Oder ich gucke gleich mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Ja, doch, also hochkommen wir auf jeden Fall. Können wir uns da oben mal einen Überblick verschaffen? Okay, wir kommen doch nicht hoch. Das sieht eher schlecht aus. Gut, dann bagge ich mich mal hier hoch. Dankeschön. So, sind wir hier. Jetzt sind sie wieder oben auf dem Hügel drauf. Sehr schön. So, gibt es denn hier irgendwelche essbaren Sa Wow, was ist das hier für ein Konstrukt? Hä? Ah, ist das ein Kreuz? Zwei Stämme ineinander und dann auch noch quasi drei Stämme ineinander. Oder wieso? Oh, eine Kuh. Oh, ja, hier hat jemand schon gebaut. Da ist was aus Holz gebaut. Das würde auch erklären, warum das an der einen Stelle da nicht natürlich aussah. Weil das auch nicht natürlich war. Okay. Aber nicht protected. Und normale Kisten. Ach, Leute. Normale Kisten ohne Protection. Wie kann man so. Oh, hier geht aber tief runter. Wie kann man denn so unzuverlässig spielen? Ja, alle leer. Oh, ne, hier ist ein bisschen was drin. Hat er vielleicht Chili? Oh, ein bisschen Eiswerkzeuge hat er. Kakaobohnen hat er. Roten Farbstoff hat er. Aber auch kein Chili. Na gut. Hier. Ja. Hallo, ich bin's. Eins Apfelstrudel. Ganz schön heftig ausgeleuchtet hier. Würde mich ja mal interessieren, wer hier gebaut hat. Also da oben gebaut und da unten abgebaut. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon Gold hatte, ob er Gold gefunden hat. Ob er sich überhaupt zum Protection Block bauen konnte. Schon. Oh, da geht es ganz schön lange hoch hier, ey. Das ist ja, das dauert ja Ewigkeiten hier. Hey, wir sind oben. Hat er schon Gold? 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 Also eigentlich hätte er sich schon ein paar Protection-Blöcke machen können. Hat er auch schon Eisen? Nee, ne? Er hat einen Zinnbarren, aber Eisen hat er nicht. Außer derjenige hat das im Inventar. Na gut, er kann sich auch noch gar keine Protected Chests machen, wenn er noch kein Eisen hatte. Wobei er hatte sogar Eisenwerkzeuge.
Und da er zwei Äxte hat, entweder hat er die einem anderen abgeluchst oder er hatte schon sich Eisenwerkzeug gemacht. Naja. Also, lieber Herr, der hier baut, wenn du das Video siehst, protecte mal bitte deine Gegend. Ist ja schlimm hier. Hält sein Kopf nie aus. Ja, aber leider kein Chili. Sonst hätte ich ihm Chili geklaut. Live in der Aufnahme. Geil. Ja. Chili. So, und ach so, siehst du, wie Büschen könnte ich höchstens noch mal erzählen. Also die. Oh! Oh! Okay, ich glaube, die Frage, wo wir hier zur Hölle sind, hat sich ja übrig. Wir sind direkt an der Spawnstraße. Und the East Way. Nice. Cool. Also nach Hause suchen müssen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das ist sehr schön. was wollte ich sagen? Genau, diese Gebüsche, diese Büsche, diese Büsche mit diesen ganzen Beeren hier, das, wo man das ganze Zeug draus bekommt. Das ist keine Ahnung. Also es soll wohl funktionieren. Und zwar sollen sie nicht durch MapGen erzeugt. Also die sind nicht wie alles andere hier von Anfang an in der Welt, sondern wenn man sich über längere Zeit auf einem Fleck aufhält, dann wachsen sie nachträglich erst an dieser Position. Allerdings ist jetzt halt die Frage, weil ich meine, da wo wir unser Haus gebaut haben, da ist ja auch alles grün. Und rein theoretisch hätte es da also auch wachsen müssen, weil da waren wir ja schon eine ganze Weile. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das nur in bestimmten Biomen wächst. Ob wir quasi bei uns bei unserer Let's Play-Hütte einfach das falsche Biom haben. Auf jeden Fall, ja, hätte es wachsen müssen, ist aber nicht gewachsen. Und andererseits kommt man auch nicht dran, weil so in der Wildnis tauchen diese Gebüsche mit den ganzen Beeren gar nicht auf. Weil, wie gesagt, die tauchen erst nachträglich auf, wenn man sich längere Zeit an einem Ort aufhält. Das heißt, wir müssten einfach mal dumm in der Gegend rumstehen. Vor allem wäre dann halt die Frage, wo wir dumm in der Gegend rumstehen müssen, damit wir dann irgendwo auch sind, wo die Dinge überhaupt wachsen. Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden, quasi habe ich uns auf unseren Feldern vier kleine Büschchen hingestellt, die wir dann quasi halt ja ernten können und dann vermehren können. Jo. Ansonsten habe ich noch ein, ist mir noch ein kleines, ja, cooles Feature aufgefallen. Also ich hatte schon erwähnt gehabt, ne, dass ich das vermutet hätte. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Mesecon und Pipeworks auch dann arbeiten, wenn man als Spieler gar nicht mehr in der Nähe ist. Ja. Das heißt, während wir jetzt offline waren die ganze Zeit, ist die Kiste, die wir bei uns in der Hütte hatten, also im Lager hatten, wo wir die ganzen Sachen reingemacht hatten, die ist mittlerweile komplett leer und komplett alles einsortiert. Weil das während, ja, halt gestern Abend, denn nachdem wir Let's Play beendet haben, der Rest sich selber noch einsortiert hat. Das heißt, mit der Geschwindigkeit, dass es so relativ langsam arbeitet, ist absolut überhaupt kein Problem, weil das auch dann arbeitet, während wir offline sind. Ja. Allerdings ist mir da noch ein kleiner Fehler aufgefallen. Oh, Tomaten. Man immer nur Tomaten. Ich brauche Chili. Scheiße. Allerdings ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen. Und zwar haben wir da ja normale Kisten verwendet. Wir sollten da natürlich Protected Chests eher hinsetzen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das da mit den Pipeworks funktioniert. Weil ich habe gestern im Serverlog nachgeguckt. Dieses Rausnehmen der Items wird ja im Serverlog vermerkt. Und da stand es so, als wenn Ronix, also unser Spielcharakter, die Items rausgenommen hat. Das heißt, Pipeworks registriert, ich weiß nicht, ob
derjenige, der die Kiste platziert hat, oder derjenige, der die Pumpe platziert hat, quasi gespeichert wird. Und wenn die Pumpe dann aktiv ist, quasi es so simuliert wird, wie als wenn der Spieler, der diese Pumpe platziert hätte, die Items rausnimmt. Wenn ja, dann müsste es nämlich funktionieren, dass wir auch eine geschützte Kiste hinbauen, weil die geschützte Kiste gehört dann ja uns. Das heißt, wenn dieses Rausnehmen auch als wir gemacht wird, dann ne, sollte das kein Problem sein. Können wir also mal austesten, ob das mit der Protect-Chest funktioniert. So, jetzt sind wir hier mittlerweile komplett im nicht mehr so schönen Biom. Ja, können wir also vielleicht auch mal probieren mit der Protected Chest. Genau. So. Oh, ein Hase. Oh, wie süß. Oh, Bläschen. Wieso drehst du dich weg, Alter? Was ist denn los mit dir? Okay, der hat Probleme. Apropos Probleme, was ist hier passiert? Ich meine, hier hat jemand was abgebaut. Sieht so aus, aber den Schalter hat er einfach da gelassen. Lol. Hä, wir sind jetzt schon wieder bei uns an der Straße. Bin ich jetzt bescheuert? Laufe ich hier gerade im Kreis? Jo, lecken Sie mal doch die Eier. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Wir gehen mal Richtung Spawn. Ich weiß auch gerade gar nicht, in welche Richtung wir jetzt überhaupt losgelaufen sind. Ja, hier ist der S-Bahn-Tunnel. Da hinten bei der Schlucht irgendwann endet das Ding hier. Hier führt quasi das Gleis durch. Werden wir gleich sehen, sobald wir hier aus dem Tunnel wieder raus sind. Geht das Gleis rein. Ja. So, boah, Alter, was ist denn hier gerade los mit dem. Hallo? Was hat denn mein Rechner gerade? Gut, ich muss mal ganz kurz vielleicht hier mal die Server hier mal, ne? Die scheinen doch ein bisschen. Sorry, also wie auch wer auch immer da gerade drin war. Das stört uns hier beim Let's Play, das geht ja mal gar nicht. Obwohl die CPU gar nicht ausgelastet war. Trotzdem hat das Spiel ja gerade die ganze Zeit ein bisschen rum. Habt ihr selber gerade gemerkt, dass das Spiel teilweise gerade kurz gestockert hat. Die CPU war aber in keinem Moment komplett ausgelastet. Seltsam, seltsam, seltsam. Weiß ich natürlich nicht, wie SQLite intern arbeitet, weil mir ist persönlich aufgefallen, SQLite ist relativ, ja, sorgt halt für absolut ab und zu mal so einen kleinen Blocker. Deswegen habe ich auch mittlerweile bei meinen ganzen Servern und bei meinen lokalen Versionen habe ich bei SQLite, also das Backend, womit mein Test halt die Sachen, ganzen Sachen speichert, habe ich die Asynchronität eingeschaltet. Dass quasi Änderungen nicht direkt auf die Festplatte gespeichert werden, beziehungsweise dass nicht gewartet wird, bis sie auf die Festplatte gespeichert sind, sondern dass sie quasi ganz normal diesen Lese- und Schreib-Cache, beziehungsweise Puffer von Linux benutzen, damit während der Schreibvorgang nicht die ganze Zeit das Programm angehalten wird. Weil das hat gerade bei großen Welten schon ganz schön dazu geführt, dass hier mein Test immer mal zwischendurch geschrockert hat, obwohl der Rechner überhaupt nicht ausgelastet war, aber naja. Wenn die Festplatte halt erstmal die Daten schreiben muss und während des Schreibens das Programm angehalten wird, ist natürlich ein bisschen blöd. So, schöne Höhle hier, by the way. Ich könnte echt mal ein paar Pilze sammeln. Es gibt ja doch ganz schön viele. Die Frage ist, kann man mit den Pilzen irgendwas machen? Mal, falsch geschrieben? Ich schreibe nochmal Pilze. Ich habe keine Ahnung. Weißt du was?
Ist richtig, MUR. Kann man so einen Platz machen überhaupt? Kann man die wenigstens einfach so essen? Ja, also essen kann man die. Sehr suspekt. Wo gehen wir jetzt eigentlich gerade hin? Egal. Wir gehen irgendwo hin. Vielleicht haben wir hier in dem Gebiet hier doch ein bisschen mehr Glück. Das sieht aber schön aus. Okay, das sieht jetzt künstlich aus. Jetzt hat sich definitiv jemand reingebaut. Das heißt also, das hier ist keine unberührte Natur mehr. Oh, hier hinten wird es wieder grün. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben, so mit Vielfalt an Lebensmitteln und überhaupt. Haben wir wieder Zwiebeln oder Knoblauch? Eins von beiden. Oh, hier sind wir wieder bei dem Kreuz. Ach, Mist, ey. Okay, gehen wir mal lieber wieder zurück. So, wenn ich jetzt in die Richtung laufe, müsste ich eigentlich direkt wieder auf einen der Wege kommen. Auf einen der Spawn-Wege. Also, auf einen der Wege, die vom Spawn kommen. Oh, hier sieht es aber schön aus. Nice. Ein Kätzchen! Ui! Endet mal ein paar Tiere hier. Ist ja voll süß. Wobei, das soll ja irgendwie keine Katze darstellen, sondern eher irgendwas anderes. Sowas wie so. Wie heißen die Fischer? Also. Okay, sowas wie ein Tiger? Nein, nicht Tiger, aber irgendwie so. Naja, auf jeden Fall keine Katze. Ah, Ocelot heißen die Dinger irgendwie. Was mit Ocelot? Was bist du? Ach, schon wieder Bohnen. By the way, wir laufen gerade in die falsche Richtung, kann das sein? Oh. Ah, ich will da Kartoffeln. Es hat mir angewöhnt, die Sachen immer gleich wegzupacken. Sonst esse ich die immer. Ah, hier hinten kommt wieder Dschungel. Herz allerliebst. Mann, in welchem Biom treffen wir denn mal auf Chili? Oder wächst Chili gar nicht auf grüner Fläche, sondern auf irgendwas anderem? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wie Chili aussieht überhaupt. Oh, was ist das denn? Oh! Ja, okay. Ich bin bei unserer Let's Play-Hütte angekommen. Nicht Let's Play-Hütte, sondern hier. Ach, ich gehe auch von. Ich gehe mal von der komplett anderen Richtung. Also, bei der Vanilla-Map wäre. Also, bei dem Vanilla-Server wäre da unsere Let's Play-Hütte aus dem Vanilla-Server. Und hier ist halt das Hotel genau an der gleichen Stelle. Wie bei dem Vanilla-Server. Yay! Wie geil ist das denn? Na gut, die brauche ich gar nicht suchen, weil hier ist sowieso alles geschützt. Protected. Aber hier war die Gegend, wo wir auch letztens die Bäume abgeschlagen haben. Fällt mir gerade mal so ein. Oder war das überhaupt hier? Nee, Quatsch, das war ja, als ich privat gespielt habe. Ich schon wieder. War ja gar nicht bei unserem Let's Play. Nee, hier privat habe ich, als ich mal, ja, privat gespielt habe, habe ich hier ein paar Bäume abgeschlagen. Aber eben. So. Das da sieht aus wie was Neues. Was ist das? Achso, Bohnen. Ach, Mann, ey. Das ist jetzt schon wieder Kartoffeln. Aber hier gibt es ein paar Sachen. Vielleicht gibt es auch mal ein paar mehr Sachen, die man beugen kann. Ich will ja überall Zwiebeln, Knoblauch oder was auch immer. Haufenweise Kartoffeln.
Aber nicht irgendwie in Richtung Zwiebeln oder so. Hier hinten liegt ein bisschen was. Hier sind wieder Weintrauben. Oh, er ist auch protected. Ach, Mist. Das heißt, ich könnte eh nichts abbauen. Ah, gut. Wie sieht's hier aus? Hier ist auch wieder Pürste. Oh je. Yeah. Eine Schneise des Winters. Hier haben wir wieder Dingsabums da. Hier haben wir schon wieder Weintrauben. Ach, Minächen. Immer das Gleiche. Giesig hat doch mal überlegt, dieses Damage, wenn man im Protected-Bereich baut, den Damage auszuschalten. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, das hat nämlich ein ganz entscheidendes Problemlein. Ich spiele, wie gesagt, auch privat auf meinen Servern mit ganz normalen, mit dem ganz normalen Konto. Also mit einem so ein Konto, wie auch jeder von euch hätte, wenn er sich hier anmelden würde. Also ohne besondere Rechte. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn man jetzt einen Baum fällt und die Blätter von dem Baum ragen in einen geschützten Bereich rein, dann bekommt man für jedes Blatt, das diese Woodcutting-Mod versucht abzubauen, also das gilt jetzt natürlich nur für, wenn man Bäume versucht automatisiert abzubauen, mit dieser Woodcutting-Mod, wenn man das macht in einem geschützten Bereich, also und der Baum ragt in einem geschützten Bereich rein und das betrifft den Stamm, dann bricht er zwar ab. Also, sobald ein Stamm in einem geschützten Bereich ist, hört er an der Stelle auf. Wenn er aber, oder wenn es aber, der Stamm aber an sich ungeschützt ist, aber die Blätter in den geschützten Bereich reinragen, dann versucht er alle Blätter mit einmal abzubauen. Und das Problem ist, wenn davon einige dann in den geschützten Bereich reinragen, dann, ja. Wird es ein bisschen blutig, weil für jedes Blatt, das er versucht abzubauen, bekommt man natürlich 4 Schaden. Das heißt, sobald da 5 Blätter drinne sind, ist man komplett tot. Und das ist halt mit einmal. Man kriegt halt direkt 5 Mal nacheinander die Meldung, sie haben 4 Mal Schaden bekommen und dann ist man auch schon tot. Das ist also ein bisschen sehr unglücklich. Wie gesagt, tritt zum Glück nur in der Kombination mit der Woodcutting-Mod auf. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo ein bisschen störend. So, wo sind wir jetzt? Kann sein, dass da unsere Hütte ist? Da sind wir jetzt gerade in einem riesengroßen Kreis gelaufen. Kann das sein? Ja, doch, hier ist diese. Ja, genau, hier ist dieses. Ja, da hinten ist unsere Let's Play-Hütte. Lol. Da sind wir quasi einmal komplett um den Spawn drum rumgelaufen. Wie geil ist das denn? Kann ja mal passieren. Aber hier hatten wir schon überall geguckt, ob hier irgendwie Chili ist. Das war hier unsere erste Re Region, wo wir gesucht hatten nach Chili und so ein Zeug. Leider auch ohne Erfolg. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Tja, ob wir hier was mit diesen Fähren machen können, ist natürlich eine andere Frage. Ich weiß gerade absolut nicht. Man kann daraus zwar irgendwie Öl machen, aber mehr habe ich da auch noch nicht nachgeguckt. Alter, weg hier. Okay, das scheint wohl besonders bei Gravel zu wachsen. Gut, auf der Insel wächst schon mal nichts. Da hinten wächst ein bisschen Rhabarber. Genau da wächst ein Rhabarberstrauch. Ansonsten erkenne ich hier, da hinten sind ein paar Raspberries, also diese roten Beeren. Da hinten ist ein roter Punkt, sieht aber eher aus wie. Ja, gehen wir mal dahin, einfach mal just for fun. Müssten wir aber erstmal irgendwie runterkommen. Mal gucken, ob hier in die Richtung etwas Interessantes ist. Da war gerade was Rotes, aber eher was Großes Rotes. Also wahrscheinlich eher Tomaten oder eine Blume. Hä? Oder war das das Orange gerade hier, was so gerade so rot aussah? Von Weitem sah das rot aus. Ach, leck mich doch.
Na gut, dann gehen wir mal in die Richtung, da wo die ganzen vielen Inseln da sind. Müssen wir natürlich nur gucken, wie wir auf die Inseln raufkommen. Oh, da ist jemand gestorben. Aber dann wollen wir ihm mal eine letzte Ehre erweisen und sein Zeug retten. Artem. Oh, der hat ein bisschen Zeug für uns hinterlassen. Also, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die nehmen wir auch mal mit. Ganz ehrlich, das nehmen wir auch mal mit. Dann können wir vielleicht bei den fliegenden Inseln hochbaggern. Komm, die können wir auch mit. Nee, da nehmen wir auch mit. Rest können wir eigentlich drin lassen. Das Rest brauchen wir nicht. Gut, dann können wir uns nämlich bei den Inseln da oben gleich hochbaggern. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wie wir wieder hochkommen sollen. Oh, Westberries. Ui, 3 Stück mit einmal. Yay. Na, wie gesagt, hier einmal Rhabarber. Ansonsten gibt es hier aber auch nichts irgendwie. Manchmal hinten ist was. Achso. Nee. Gut, dann gehen wir mal da auf die Insel darauf. Kommen wir da rauf? Ach, das ist direkt die Spawn-Insel. Da ist unser Haus. Hier ist dieses komische Ding da, wo die Scheine geflogen sind, haben, tun. Das ist direkt unser Dings der Monster. Och, komm jetzt, Mann. Das heißt, wenn man dem Fluss hier folgen würde, kommt man da hinten zu unserer Brücke. Also zu der Brücke, die vom Spawn, der Spawnweg, der ist ja auch egal. So, komme ich jetzt hier raus? Was ist denn hier? Gut, dann gehe ich lieber hier rauf, dann verschandelt da draußen mich nicht die ganze Umgebung. Oh, oh oh. Okay. Gut, dann nehmen wir mal hier unser. Das und das. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal. Lol. Wir bauen mal das. So. Was tue ich hier gerade? Das macht hier mal gar keinen Sinn. So. Und jetzt kann man nämlich hier so einen wunderschönen Weg hochbauen. Oh, bitte immer so. Perfekt. Oh, sind das diese? Oh mein Gott! Ah, wir haben es geschafft. Wir sind Weltmeister. Wir haben Chili gefunden. Oh mein Gott. Die Reise hat sich endlich bezahlt. Wir haben Chili gefunden. Ihr glaubt es nicht. Oh mein Gott. Oh my fucking God. Hier sind wieder Tomaten. So, dann gehen wir mal zu der Brücke. Und können nämlich von dort aus zu unserer Let's Play Hütte gehen. Ist hier noch mehr am Rand irgendwie, was hier ist? Vor allem das Traurige ist ja, wir waren ja hier genau an dieser Kante vorne am Anfang. Das heißt, jetzt hätten wir gleich mal beim ersten Mal schon etwas weiter gesucht. Wenn wir quasi gleich von Anfang an über die Dinger. Da hinten ist noch mehr, die klottet nicht. Ja, und wie gesagt, das hier ist die Region, wo wir ganz am Anfang gesucht hatten. Hätten wir da mal ein bisschen weiter gesucht, ne? Ja. Jetzt müssen wir gleich da um die Brücke sehen. Außer ich irre mich und wir sind komplett ganz woanders, wo ich dachte, dass wir sind. Aber nee. Da hinten ist unsere Let's Play-Hütte. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich kenne mich doch aus auf meinem Server. Hallo? So, gleich müssen wir die Brücke sehen. Genau. Oh, alter Chili, wir haben Chili gefunden. Yay! Ich meine, gut, jetzt fällt natürlich immer noch Ananas. Aber naja, was soll's. Für Ananas, da müssen wir, wie gesagt, so richtig
Dings der Monster finden und das zu finden ist halt keine Ahnung. Also ich sehe mal mein Sichtfeld hoch, jetzt müssen wir nach hinten. Genau, hier ist nämlich der da ist es. Da ist hier der Bahnhof, dieses Dings da und da ist die Brücke, da oben. Und wenn wir Sichtfeld hochstellen hier, müssen wir die Brücke sehen. Gleich. Wartet ein bisschen, habt Geduld. Gleich. Nächste, links ist der Hafen, da ist der Hafen und da kommt gleich die Brücke. Ja, noch ein bisschen. Komm. Komm, gleich. Oh mein Gott. Gleich ist es soweit. Oh, ich spüre die Brücke quasi schon. In meinem Anus. Und? Nein, auch nicht. Oh, mach halt hin, du Stück Scheiße, du. Ja, die Brücke ist da. Woo! So, gehen wir wieder ein bisschen runter hier. Okay, das heißt, wir gehen jetzt aber nicht über die Brücke. Das wäre jetzt ein kompletter Umweg, sondern wir gehen einfach direkt am Strand lang. Wir sind ja quasi schon auf unserer Insel. Also auf der Insel, neben unserer Insel. Aber da sind die Felder. Das heißt, wir gehen auch mal direkt in die Richtung der Felder. Ich komme mal hier durch die Blätter durch. Hier geht doch. So. Da sehen wir schon unsere Felder. Yay! Wunderbar. Sehr schön. Genau, da sieht man schon die Sträucher. Ja. Da sind die Sträucher. Und wie gesagt, die wachsen normalerweise nur, wenn man eine längere Zeit an einer Region ist. Aber ja. Scheinbar nicht bei unserer Region, weil wie gesagt, die sind ja hier schon eine Ewigkeit gewesen, aber die hier habe ich bisher nirgendwo gesehen. Ich hab als Admin gestern Abend ohne Scheiß quasi den gesamten Server abgesucht, alle Grünflächen, die ich so finden konnte. Aber wie gesagt, nirgendwo die Dinger und dann habe ich halt im Programm Quellcode nachgeguckt und da wurde meine schlimme Befürchtung bestätigt. So, ihr kommt mal ganz kurz weg hier. Dann haue ich nämlich hier direkt Chili hin. Chili. Oh, die restlichen zwei packe ich dann gleich mal ins Lager. So, hier, das könnte ich eigentlich auch gleich mal abpflanzen. Schön. Okay. So. Na gut, wir machen jetzt mal Pause. Lager machen wir in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal weiter. Tschüss.